Moin Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, euer Karspy, das wieder hier am Start für euch. Und zwar geht es heute darum, was man mit diesem tollen Draht hier, Moment, stell mal scharf bitte, hier so alles machen kann. Ja. Und zwar werde ich daraus ein Terrarienschloss basteln, inspiriert von einem Video auf YouTube, was ich gefunden habe, durch Cliff, dem Terra-Vlogger. Weil der hatte da so Terra-Schlösser gezeigt in seinem Kanal, auf seinem Kanal in einem Video. Und ja. Da wollte ich jetzt mal euch nochmal zeigen, weil das Video ist schon über 10 Jahre alt, was ich dazu gefunden habe. Und ich dachte mal, ich mache mal eine Neuauflage, verlinke euch das dann auch unten, wo es dann nochmal genauer erklärt wird. Aber ich finde es einfach so cool, ich will es euch einfach zeigen. Und es ist halt einfach zu cool, um es einfach in den Short zu packen, was wahrscheinlich die meisten da nicht sehen werden. Deswegen, ja, machen wir das einfach mal fix so. Und zwar geht es darum, um den Draht. Und was machen wir mit dem Draht? Diesen Draht, muss man gucken, wie ihr das seht. Ja, den Draht stecken wir hier rein, drehen es um, dass der Draht nach innen zeigt und ziehen einmal so, dass er fest ist. Dann markieren wir uns das Ganze. Upsala. So, ich gehe den Stift mal eben hier hoch und zeige euch das nochmal eben. Also ich habe mir das jetzt markiert. Moment. An der Stelle, wo es nach außen drängt. So, was machen wir jetzt? Wir halten es so. Also quasi, dass die Spitze hier nach dort zeigt. Also das drehen wir so, zack. Und dann setzen wir hier an mit der Zange und knicken es nach vorne. Und zwar so, dass es ungefähr im 90 Grad Winkel anliegt. So. Dann stecken wir das Ganze hier wieder rein, drehen es so, ziehen es nach unten und markieren uns dann nochmal, wo der Steg zu Ende ist. So, ziehen das Ganze wieder raus. Dann nehmen wir uns wieder die Zange. Denn dann müssen wir das Ganze nach vorne knicken. Was ich halt gemerkt habe, bei den meisten ist das halt so, dass der Steg halt, also es ist dann ja so drinne, und dann knicken wir das Ganze hier nach unten. Und der meiste Steg ist halt so breit, wie so eine Standard Zange halt breit ist, ne? So, dann gucken wir jetzt erstmal, ob das Ganze auch so passt, wie wir uns das vorstellen. Ja, das passt. So, und wie ihr jetzt seht, da kann man ziehen und drücken, wie man will. Da bewegt sich nichts. Ich fand diese Lösung halt besser wie diese Standard-Terrarien-Schlösser, weil damit hatte ich das Problem, dass es mir die Scheiben zerkratzt hat, weil die Abstände für diese Art von Schlössern dann meist halt einfach zu klein sind. Ne? Was man jetzt noch machen kann, also das ist jetzt hier ein großes Stück, ne? So viel Platz braucht, also so ein großes Stück braucht man gar nicht. Und jetzt kann man das hier unten noch einmal so rumdrehen, quasi, dass man hier noch einen Griff hat. Sieht dann so aus. Und dann steckt man das Ganze einfach hier wieder rein, zieht es runter und zapp, zapp, ist der Lachs fest. Und ich finde das halt ultra geil, weil, Moment, ich mache mal eben die Kamera Das hier Ding ist halt raus. einfach, es ist halt ultra praktisch, ne? Weil da bewegt sich kein Millimeter. Wegen der Kinder ist das jetzt auch safe. Ich habe es jetzt überall dran gemacht, weil mir diese normalen Terranschlosser, wie gesagt, die Scheiben zerkratzt haben, ich da keinen Bock mehr drauf hatte. Und ja, ist halt super nice, muss ich sagen. Hier nochmal ein kleiner Blick auf die Archispirus reptus Gigas, die überall liegen. Wie man sieht, haben sie hier auch gut gebuddelt und trinken auch wie so. Aber jetzt nochmal zum Terrarienschloss. Ich verlinke euch das alles oben links, beziehungsweise habe ich das schon verlinkt unterm Video. Schaut einfach mal rein. Ich finde diese einfache Technik einfach so geil. Ich werde euch auch die kleinen Haken verlinken via Amazon, die ich gekauft habe, um die Sachen zu bauen. Moment, ich zeige euch noch mal eben bei den anderen Terras. Damit ihr nicht denkt, so, ich erzähle euch hier Quatsch. Also, es klappt halt überall, ne? In entsprechender Größe. Also, ihr braucht circa einen Draht von 10 cm, aber das seht ihr dann alles noch mal in dem Video, weil ich will mich jetzt nicht mit fremden Federn schmücken, ne? Weil, ihr wisst ja, sowas steht mir nicht. Wie bei dem Becken ist das auch. Das ist ein zukünftiges Terrafusa-Stürmi-Becken.
zumindest geplant als solches, wenn die größer sind, die kleinen. Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat, ob ihr auch vorhabt, sowas zu basteln, ne? Also ich finde es halt ultra nice, das ist halt super simpel und effektiv und hält die Dinger auch auf jeden Fall ordentlich zu, wie man hier sieht. Also da bewegt sich halt nichts mehr, das ist ultra cool. Also dann bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Denkt ans Abo. Lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt mir gerne was in die Kommentare. Ich freue mich immer von euch zu lesen. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ciao, ciao.